One World, One Love, Soccer City. Ja, mein Name ist Basti Degenhardt, bin 29 Jahre alt, ausgebildeter Athletik- und Personal Trainer. Bin jetzt bei Soccer City beschäftigt seit Mai diesen Jahres, eben zuständig für den athletischen Bereich von der U10, von den kleinsten bis hoch zur U17, Übergang U19 Senioren. Und hauptsächlich beschäftige ich mich in 3 Einheiten die Woche mit der U12 bis U17 in direkten Einheiten. Und bei den kleinsten U10 bis U11 sind wir momentan dabei, dort auch ein Athletikkonzept zu erstellen, was dahingehend visuell stattfindet, über Trainingsformen, die ich eben von mir selber aufnehmen werde und den Jungs dann zur Verfügung stelle. Athletiktraining nimmt in der heutigen Zeit immer einen größeren Schwerpunkt ein. Das sieht man einfach an dem physischen Spiel in der Bundesliga, Champions League, gerade die Premier League ist ein super Beispiel dafür, was den Spielern einfach im physischen Bereich und auch mental abverlangt wird. Die Spielanzahl wird in der heutigen Zeit immer mehr. Dementsprechend müssen die Jungs auf dem höchsten Niveau im körperlichen und mentalen Bereich fit sein. Deswegen ist es gerade im Juniorenbereich entscheidend, die Grundsteine zu legen, um den Jungs eben bestmögliche körperliche Fitness eben als Voraussetzung mitzugeben. Und dort differenziert man ein bisschen eben zwischen den einzelnen Juniorenmannschaften. Gerade im Bereich U10 bis U12, U13 werden eben die Grundlagen gelegt im Bereich Körperwahrnehmung, wie verhalte ich mich im Körper im Raum, Stellungsspiel, auch in Bezug auf Schnelligkeit und Kraft, um eben dann im Bereich U14 bis U17 auch im Bereich Kraft und Schnelligkeit zu arbeiten. Dorthin geht es dann auch in den Kraftraum. Das lässt sich dann nicht mehr vermeiden für die Jungs. Und wenn man sieht, wie fit die Bundesligaspieler heutzutage sind, ist es einfach das A und O, die Grundlagen zu legen in der Jugend. Und da kommt man am Athletiktraining einfach nicht mehr vorbei. Beschäftigen wir uns momentan mit dem Schwerpunkt Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Zu Anfang des Trainings lasse ich die Jungs immer sehr intensiv in der Koordinationsleiter arbeiten, einfach um den Bereich Schnelligkeit, Handlungsschnelligkeit und Koordination zu schulen. Dort habe ich am Anfang meiner Tätigkeit hier festgestellt, dass dort leider einige Defizite vorgelegen haben. Dafür bin ich allerdings hier und die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir da schon einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben. Im Hauptteil beschäftigen wir uns dann hauptsächlich mit dem Bereich
Kräftigung und Stabilisation des gesamten Körpers, um dann in den Bereich Schnelligkeit und Sprint überzugehen, um so eine komplett runde Athletikeinheit zu haben im Bereich der U17. Und der nächste Schwerpunkt ist dann eben die Arbeit auch hier im Kraftraum, um noch gezielter die Kraft und die Muskulatur aufzubauen.